Herzlich willkommen zurück zu Wargroove. Weiter geht's hier mit Akt 3, mit der Hauptmission. Denn im letzten Part haben wir tatsächlich mit Ragnar gespielt und holy shit, auch wenn die immer so tollpatschig und voll idiotisch rüberkommt in der Story, so ist sie wirklich eine gute Kommandeurin. Mächtige Gabe, mächtiger Groove, wirklich mega stark, Schildschlag, 4 Damage bei allen Umstehenden, richtig heftig, hat Spaß gemacht. Aber jetzt gucken wir mal, wie es mit der Hauptmission weitergeht. Matschmarsch. Ein alter Freund. Tief in den verlorenen Landen beschließt Emric, dass jetzt unheimliche Magie gefragt ist. Da spielen wir mit Emric. Das gefällt mir. Das ist einer meiner Lieblingskommandeure. Geiler Groove. Not bad. Meine Königin, ich muss euch um etwas bitten. Um etwas bitten? Ja, nur zu. Die Sumpfland hat eine außergewöhnliche Eigenschaft, die wir vielleicht zu unserem Vorteil nutzen können. Der Schleier zwischen den Welten der Lebenden und Toten ist hier besonders dünn. Wenn ich eine bestimmte Magie beschwöre, wäre ich vielleicht in der Lage, mit den Verstorbenen zu kommunizieren. Daher bitte ich euch, als meine Königin und König Mercivals Tochter, ob ich versuchen darf, ihn zu kontaktieren. Father. Könnte ich ebenfalls mit ihm sprechen? Ich fürchte, das ist unmöglich. Nur der Zaubernde selbst ist in der Lage, den Geist zu sehen und mit ihm zu sprechen. I'm sorry. Es tut mir so leid. Ich verstehe. Dann spricht für uns beide und sagt ihm, wie sehr ich ihn vermisse. Thank you. Danke, Mercia. Bitte bleibt im Lager, selbst wenn ihr Kampfgeräusche hört. Ich muss Nekromantie verwenden und diese wird Untote anlocken. Oh, verstehe. Das könntet ihr nächstes Mal eher erwähnen. Okay. I have a spell for this. Also ein zweischneidiges Schwert hier. Ich kann den Zauber auf die Oberfläche des Teichs dort vorn beginnen. Sobald ich anfange, werden die Untoten unsere Gegenwart spüren. Die Magie zieht sie an. Wir müssen daher wachsam bleiben. Du Scheiße, ist das wirklich notwendig, ey? Ist viel zu gefährlich, in meiner Opinion. So eine Scheiße. Das so gut ist. Vor allem, wir können nicht mal Einheiten bauen. Oh nee, ich hasse solche Missionen. Ich werde mit dem Wirken des Zaubers beginnen. Euer Hoheit. Emric. Ich bin so froh, dass ich euch erreicht habe. Und ich erst, Emric. Hör mir zu, wir haben nicht viel Zeit. Ihr schwebt alle in große Gefahr. Ich weiß, die Horden aus Hillheim. Die sind nicht allein, Emric. Die Untoten nähern sich. Echt die Scheiße. Hallo, ist jetzt mal gut hier mit den Untoten? Diese Magie ist so instabil. Die Nähe der Untoten hat meine Verbindung zum Herzen unterbrochen. Der Geist des Königs ist immer noch in der Nähe. Wir müssen uns zu ihm durchkämpfen und versuchen, ihn noch einmal zu erreichen. Ach du Scheiße, ey. Ist ja gar nichts für mich, so eine Mission. Daran leidet man. Den können wir richtig auseinanderreißen. Zack, kassieren eins. Na gut, wir haben auch Heiler dabei, ne? Können zahlen. Sollen wir jetzt auch nutzen. 2400 Cash. Emery kann sowieso ein bisschen was wegtanken. Hier können wir direkt die erste Heilung ausspielen. Ich denke, das ist ziemlich clever. Zoop. Den hier, den stellen wir einfach erstmal im Wald. Läuft. Jetzt kommen die Untoten. Yes. Passt schon. Ist ja nicht auf Zeit. Wir können uns ja alle Zeit der Welt lassen. Die approachen lassen und dann eben halt richtig auskontern. Das ist das, was wir hier machen wollen. So, Emric. Deinen Job kennst du. Angriff. This should do the trick. Ja, das hat gut reingehauen. Da freut er sich. Und er tankt sowieso immer viel weg. Das liebe ich bei dem. Deswegen eigentlich mein Lieblingsheld. Ich weiß ja nicht, welche Helden wir noch kennenlernen, aber... Seine Gabe, sehr, sehr gut. Ja, und Ragnar gefallen mir von der Gabe bisher am besten.
Wie weit dürfen wir denn raus? Ziemlich weit, actually. Sollte mal den Tank da hinstellen. Tankt halt mehr weg als der Magier, ne? Das ist einfach so. Kommt halt kein Geld dazu, deswegen sollte man die Heilung eigentlich schon mit Bedacht ausspielen. Aber ich mach's trotzdem mal. Das ist ausreichend. Ja. Und immer schön Emmerich nach vorne stellen, glaube ich. Das ist nicht dumm. Der heilt sich automatisch. I have a spell for this. Reicht das, um die zu one-hitten? Yeah! Geilo! Passiert natürlich jetzt. Ich hätte ihn hier hinstellen sollen. Epic Fail. Haha! Das war Fail. Also okay. Kassiert jetzt einmal drastisch. Ach, hier kann man einfach rüber. Ist natürlich dumm, da einfach rüber zu gehen. Ich mach das auch nicht. Stell die aber trotzdem so weit an der Front, wie ich eben halt kann. Ist halt super risky, da hinzugehen, ne? In den Teich. Minusdeckung hast du da. Na, ist okay. Soll ich euch was sagen? Die Zauberer, beziehungsweise die Alchemisten, wie man sie auch immer nennen möchte, sind mega gut mit Emmerich. Weil durch seinen Groove erhöht man die Defensive und dann mit Heilung in Kombination, das ist ziemlich krass. Finde ich persönlich. Das kannst du vergessen. Machen wir es so. Emmerich, du darfst jetzt ein bisschen tanken. Der jetzt nichts ausmacht. Ich glaube, ich stelle hier sogar den Schild des Altmeisters hin. Cherry Stones, defend us! Wir brauchen sowieso jetzt ein Schild. Von daher ist, denke ich, das Richtige. Und ich werde nicht durch den Sumpf da gehen. Viel zu gefährlich, Mann. Ah, hier sind wir safe. Der darf da ruhig rein. Heilen werde ich mich noch nicht. Nur wegen dem Ritter und den einen Angriffspunkt da. Nee, noch nicht. Ja, mach doch. Mach doch, mach doch. Ich hab Deckung 3. Loser. Take this. Yes. Bogenschütz ist lahm wie sonst was. Ja, den können wir jetzt rausnehmen. Den greife ich jetzt doch mal ausnahmsweise hier an. Im Teich. Auch wenn es ein zweischneidiges Schwert eben halt ist. This should do the trick. Take this! Yes! Nicht, dass sie jetzt den Alchemisten da vernichten. War ziemlich scheiße, Mann. Ich denke, das wird nicht komplett ausreichen, oder? Außerdem können wir den hier decken. Gucken wir mal, was der jetzt macht. Ja, natürlich macht das dieser Bastard, ey. Ja, haben wir jetzt Zeit für eine Heilung, oder? Ja, weiß nicht. Ich weiß nicht richtig. Wenn wir schon wieder die Heilung ausspielen wollen. Wie sieht's mit dem aus? Okay, Emmerich an der Front. Die dahin. Ja, jetzt ist der Schild des Altmeisters eh gegessen. Na komm, scheiß drauf. Jetzt mal nie heilen. Ist, denke ich, doch ganz gut. So, jetzt haben wir hier wieder den ersten Angriff. Oder können wir den mit den Alchemisten sogar one-hitten? Ne. Machen wir es mit Emmerich, weil der sie automatisch heilt. Das denke ich besser dann. Und außerdem kann er die one-hitten. Perfekt. Und dadurch füllen wir noch den Groove auf. Es hat nur Vorteile, das mit ihm zu machen. Das kann ich schon mal sagen. So. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Er ist halt leicht angeschlagen, aber extra dafür eine Heilung zu verwenden, das. Nee, das mache ich nicht. So, jetzt Emmerich, wo bist du? Ich muss dir noch mehr erzählen. Ja, chill. Ich renne nicht blind einfach in die Gefahren rein. Seht ihr, ich habe jetzt schon wieder den Groove ready. Das ist eben halt das Geile daran.
Das ist das Geile, Leute, dass der Groove jetzt schon wieder da ist. Hier kann ich ja jetzt ruhig durch den Sumpf. Ne, eh keine Gegner. Achso, das war der Schild. Ich dachte schon, was ist passiert. Ziehen wir erstmal die, die sind ein bisschen lahmarschig. Die anderen, die können sich viel besser bewegen. Seht ihr? Läuft. Wir müssen zusehen, dass wir keine Einheit verlieren, weil ich glaube, hier brauchen wir jede Einheit. Wenn wir erneut mit Mercival sprechen, werden wir noch mehr Untote anlocken. Ich sollte die Truppen zusammenziehen und dicht bei mir halten. Ja, ach. Das machst du doch gerade. Du hast es geschafft. Hör mir zu. Was gerade geschieht, nahm vor vielen Zeitaltern seinen Anfang. Vor Höllheim, vor Kirchenstein. Ein großer Krieg zwischen Nationen, die längst vergessen sind. Mercival. Mercival, ich. You must listen. Du musst mir zuhören. Mehr Untote. Damn, aus allen Richtungen, oder was? Shit. Oh, Lufteinheiten? Ach, come on. Was ist das für einer? Der ist einfach Magier. Ist der Nekromant, ne? Ja. Der kommt natürlich von hinten jetzt, der Bastard. Den sollte man sowieso nicht auf den Berg angreifen. Ja, was machen wir denn jetzt? Ist noch ein Bogenassi? Der kann nur hier hin. Ne, der kann nur hier hin. Greift er mich gar nicht an? Okay. Hier werden wir gleich wieder den Schild des Altmeisters aufstellen. Müssen wir uns hier ein bisschen verteidigen, Leute. Es wird wieder ein bisschen Resident Sleeper. Weil ich mich passiv verhalten muss, weil ich keine Einheiten nachproduzieren kann. Scheiß Lufteinheit. Jetzt wichtig, wie wir den Schild aufstellen. Ja. Da bleibt ein Hindernis. Scheiße. Ja, machen wir was mit den Dudes. Hey, die können den ganz gut auseinandernehmen. Guck mal. Stelle ich den Schild mal noch nicht auf, würde ich sagen. Wir müssen uns gleich heilen. Damit sollten wir uns beeilen. Schwere Mission. Living on the edge, die ganze Zeit. Ja, perfekt. Jetzt kann ich den Schild auch nicht aufstellen, weil wir eben halt angreifen müssen. Aber es lohnt sich. Bogenschützen dürfen wir nicht überleben. Tun sie jetzt. Aber nur mit 1. Das kann man verknacken. Wie weit kommt die scheiß Lufteinheit? Ziemlich weit. Ah, nicht weit genug zum Glück. Geht sie um ein Feld nicht aus für die. Versuchen wir zu fliehen, nach oben zu fliehen. Gleichzeitig hier aufzupassen. Gehen wir einfach auf den Berg. Sind wir auf jeden Fall besser gedeckt. Ja, das machen wir. Ja, whatever, ne? Was mir nicht gefällt, ist, dass die Flugeinheit den ersten Angriff kriegt. Kann ich nicht verhindern. Kann ich nicht verhindern, Leute. Deswegen stellen wir jetzt am besten den Schild auf. Wobei, den könnten wir one-hitten, ne? Ist mir egal. Ist viel wichtiger, Mann, dass wir die Einheiten am Leben halten.
Ist ein bisschen blöd, habe ich mich selbst blockiert. Aber hier geht sich das aus, perfekt. Aber das ist das beste Play, I guess. Wobei, das ist gar nicht so gut, ne? Heilung betrifft hier nicht nur die Umstehenden. Ja, und dann stirbt der Ritter. Ein Ritter stirbt. Der ist weg da unten. Der überlebt das nicht. Was soll ich machen, Mann? Ach, der... Gehen auf Emmerich? Warum das denn? Nya, nya, nya. Solange sie auf Emmerich gehen. Das ist mir egal. Der muss es hauptsächlich tanken, Mann. Was macht der für komische Sachen, ey? Das hab ich so jetzt nicht erwartet. So, jetzt aber. Lufteinheit besiegt. Den können wir jetzt angreifen, auch wenn wir ein bisschen natürlich kassieren. Die im Wald sind. Viel aushalten. Aber letzten Endes ist das egal. Hat so einen ordentlichen Erschlag gekriegt. So, können wir den rausnehmen hier? Dann heilen wir uns hier wieder. Swoop! Yes! Langsam habe ich keine Heilung mehr. Was macht ihr denn da? Was ist meine Ruhe? War nicht sehr nett. Ja, komm. Greifen wir den an. Emmerich lässt sie nicht über die Brücke. You shall not pass! Sollte sich auch ausgehen, das kriegt er hin. Auch gegen den Scheiß-Typen da. Mal ein Pikenier. Kriegt er hin. Der macht das schon. Der Emmerich. Heilung sollen wir uns einteilen jetzt. Das ist ein bisschen tricky. Prince tricky. Ach komm, ey. Was bist du denn für eine Pussy? Unter einen Schaden davon. Komm schon. Eine Scheiße. Immerhin. Es wird wieder Zeit, dass wir uns wieder heilen. Ich sehe das doch schon wieder. Mist. Ich traue mich da nicht in den Fluss. Mir zu gefährlich. Lieber Deckung 0 als Deckung minus 2, ey. Das hätte nicht ganz gereicht und der Gegenangriff wäre ridiculous gewesen. Jetzt gehe ich in den Fluss. Weil das reicht auf jeden Fall. So, wenn wir den jetzt hier hinstellen und dann eine Heilung aussprechen, dann ist das eigentlich eine ganz gute Sache, oder? Swoop. Yes. Es läuft. Ich kann mich nicht beschweren. Sieht ganz gut aus. Was ist der eine Ritter, bis er angeschlagen ist? Ich hab dir etwas von äußerster Wichtigkeit zu sagen. Erst ihr müsst wissen, was vor ihr liegt. Und da ist er zerbrochen, der Stein. Oh, Schild des Altmeisters, whatever. Sieht eher aus wie ein Stein, ne? Ein Rubin. Pokémon Rubin und Saphir. Er hat die Wien-Edition gewählt. Ha. Ja, er ist Saphir-Fan. So, Emmerich, nächste Runde, ne? Nächste Runde. Uns günstig platzieren. Ja. Stellen uns einfach alle auf einen Fleck. Das ist eigentlich ganz geil, weil dann kann ich den Schild wieder da richtig hinsetzen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich der Schlauste. Viel schneller kannst du es aber auch nicht lösen. So, dann geht's mal wieder weiter. Was hast du uns zu sagen, Mann? Ihr habt vor einen Krieg gesprochen. Man nannte ihn die große Dissonanz. Es war ein grässlicher, blutiger Kampf. So viele starben und es gab nicht genügend Land, um sie alle zu begraben. Nach einem Jahrzehnt des Konflikts begann eine Nation namens Kakophonien schließlich eine Verzweiflungstat. In der Absicht, das Blutvergießen ein für alle Mal zu beenden. Sie brachte etwas in diese Welt. Etwas,
was sie nicht kontrollieren konnten, eine böse Macht. Den Höllenhandschuh? No. Nein, eine Waffe von weitaus größerer Macht. Ihr Name war Requiem. Na, solange die Waffe jetzt hier nicht eingesetzt wird, vorher unten wurden. Da unten kommt auch noch einer, what? Ah, das ist wahrscheinlich die Endstation. Na, oh, die Mission ist echt eklig. Die hängen hier erstmal fest, sehr gut. Uns erstmal in Position bringen. Ah, den muss ich eigentlich... Aber der sagt so hart. Magier gegen Magier funktioniert nicht, Leute. Bringt nichts. Macht keinen Schaden. Deswegen werde ich es auch nicht machen. Bringen wir uns in Position. Nützt ja nichts. Wett? Wollte gerade sagen, die machen ja wohl was, ne? Lufteinheiten. Das volle Programm. Ich muss den Schild des Altmeisters eigentlich hier aufstellen. Eigentlich. Ja, schon, ne? Schon. Bedeutet, ich werde mit diesen Magiern den hier vernichten. Zack, zack, diese Felder werden besetzt. Ich werde mit denen... Aha, ich kann nur mit denen angreifen. Das heißt, dieses Feld wird besetzt. Was wiederum bedeutet, dass wir den hier ruhig stehen lassen können. Ja. Nein, können wir nicht. Hier kommt dann der Schild hin. Cherry Stones, defend us! Ja, 200 IQ Plays, Leute. Weil... So ist es wirklich am besten. Ach, fick die Wale. Ist es wirklich so am besten gewesen? Bin hier jetzt schon ein bisschen am grübeln. Scheiße. Trotz des Defensivboosts. What the f... Muss ich heilen. Bringt nichts, Leute. Ich muss heilen. So geht's. Scheiß Nekromanten, ey. Wie viel Damage die machen, ey. Hätte ich den Stein da nicht aufgestellt, dann wäre es noch heftiger. Fuck. Den einen müssen wir nutzen, um die hier zu schwächen und sogar rauszunehmen. Zack, tot. Dann besiegen wir diesen Totenschädel mit... Lightning Blast! Mit Emmerich. Ja. Der ist so ziemlich rausgenommen. Keine Bedrohung mehr. Können wir vollständig besiegen. Dann machen wir das auch, oder? Ja. Ja, perfekt. Scheiße. Nicht, dass da oben nochmal Untote kommen, Leute. Dann wird's kritisch. Dann wird's kritisch. Aber erst dann. Wir haben kaum noch Geld zum Heilen. Mal sehen. Hier ist ins Geld gehen, ne? Man kann zwar mit den Magiern sehr lange seine Einheiten immer wieder auf Trab halten, aber irgendwann ist auch dieser Zug abgefahren. So, du vernichtest den Typen mal. Zack. Ja, reicht leider nicht. Machst du halt den Rest. Oder auch nicht. Dann ist er halt tot. Ich kann es auch nicht mehr ändern. Ich halt's. Kein Bock, den jetzt zu verlieren. Was macht der? Minus 200 IQ Plays. Schon wieder. So, hier müssen wir zusehen, dass wir den besiegen. Und den Magier rausnehmen.
Und jetzt wird's kritisch. Emric, weißt, was du zu tun hast. Versuch es zu denken. Den ganzen Scheiß. So, die Ritter sind super angeschlagen. Und ich kann nicht mehr heilen. Lego mio. Das war die letzte Heilung. Das heißt, wenn noch Untote kommen, bin ich gefickt. Eigentlich nur Emric und die Magier. Also ein Magier, der vollständig geheilt ist. Die anderen sind eigentlich irrelevant. Die Einheiten bringen nichts mehr. Den können die noch versuchen zu benutzen gegen Lufteinheiten, aber sonst auch nicht eigentlich. Was mit dir? So weit kommt er nicht. Gut. Der wichtigste überhaupt, der ist hier ganz hinten, ne? Immerhin haben wir den Groove schon wieder ready. Alles in Ordnung. Gibt sich sowieso nicht geschlagen. Zumindest nicht von diesen Lappen. War's das? Jupp. Wunderbar. Können wir zusehen, dass wir die Ritter schon mal dahin befördern. Ich weiß ja nicht, ob da noch Untote kommen, aber ich denke schon. Ich denke schon, ich als Pessimist. Klar. Klar kommen da noch welche. Do not falter. Beeil dich, alter Freund. Meine Zeit ist knapp. Sag nicht, das Willi auf Zeit. What the fuck? Hey, bitte nicht. Man hätte vielleicht welche ignorieren können von Untoten, aber komm schon. Ich erreiche dich leider erst im nächsten Zug, mein Freund. Immerhin ist der Magier jetzt wieder an der Front. Super wichtig. Ja, das können wir erreichen. Let's go! Die Waffe? Yes. Ja, Requiems Schöpfer versuchten, es wie jede andere Waffe einzusetzen. Requiem hatte jedoch ganz eigene Vorstellungen. Seine Schöpfer bemerkten zu spät, wie einfältig sie gewesen waren. Sie versuchten, Requiem zu zerstören, aber seine Macht hatte ihre bereits weit überstiegen. Mit gewaltiger Anstrengung gelang es ihnen, es zu bannen. Doch der Preis dafür war hoch. Ein Opfer war nötig, um die Dunkelheit zu versiegeln. Und selbst danach war Requiem nicht geschwächt, sondern lediglich von der Welt abgeschottet. Verankert in der Seele der Prinzessin von Kakophonien. Requiem schläft immer noch. Auf diese Weise gebunden im Drachenkessel. Und Helheim ist auf der Suche nach diesem Requiem. Emric. Ich kann dich nicht mehr hören. Percival. Sag Mercia, Liebe. Damit haben wir es wahrscheinlich doch schon geschafft. Ja, scheint so. Requiem, überaus beunruhigend. Ich muss ins Lager zurückkehren und mir erst ihr Bericht erstatten. Ja. Ah, dann ging das. War nicht super schwer, aber auch nicht einfach. Ich vermisse ihn so sehr. Er liebt euch, Mercia. Das bringt jetzt auch nichts mehr, Junge. Dies Requiem, was sollen wir nur tun? Dad. Papa, er hätte es nicht erwähnt. Ist nicht wichtig wäre. Aber für den Moment müssen wir uns darauf konzentrieren, nach Himmelsangst zu gelangen. I agree. Ich bin ganz eure Meinung, Majestät. Ja. Dann ruft alle zusammen. Wir brechen gleich morgen früh auf. Okay.
Glückwunsch, du kannst jetzt Emmerich in der Arcade spielen. Es jetzt? What? Okay. Erst jetzt, Leute. Die haben wir schon. Na gut. Mission 3 gibt's dann in den nächsten Part, Leute. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.